Yoga für Erfolg. Die Nackenübungen. Sowohl das Nervensystem als auch das Energiesystem verzweigen sich im großen Ausmaß von den Schulterblättern aufwärts. Den Nackenbereich in gutem Zustand zu halten, ist also sehr wichtig. Wenn du diese Übungen für 3 bis 4 Minuten gemacht hast, wirst du ohne Zweifel merken, dass du deutlich wacher bist und die Lethargie im Körper weniger geworden sein wird, die Nervenregeneration zugenommen hat und auch das Gedächtnis und ein scharfer Intellekt dadurch gefördert werden. Hier sind einige Empfehlungen, um die optimale Atmosphäre zu erzeugen und deine Wahrnehmung für die Übungen zu verbessern. Bitte schalte dein Handy auf stumm oder schalte es aus. Es ist ratsam, die Übungen nicht mit einem vollen Magen zu machen oder direkt nach einer Mahlzeit. Bitte sitze mit der Wirbelsäule angenehm aufgerichtet, die Hände nicht verschränkt und mit den Handflächen nach oben. Diese Punkte werden dich vorbereiten, sodass du aufnahmefähiger bist und das Beste aus den Übungen herausholen kannst. Diese Übungen sind sicher und einfach und können von jedem ausgeübt werden. Die Übungen, die wir hier lernen, können von jedem ab dem 7. Lebensjahr praktiziert werden. Falls du eine Brille trägst, lege sie während den Yoga-Übungen bitte zur Seite. Jetzt machen wir eine Reihe an Übungen für den Nacken. Sie werden dir helfen, die steife Nacken- und Schultermuskulatur aufzulockern. Wir schauen uns jetzt die 3 ersten Nackenübungen an. Bitte schau aufmerksam zu. Stehe mit den Füßen angenehm auseinander und parallel zueinander. Deine Arme und Schultern sind locker und entspannt. Achte darauf, dass der Nacken locker ist wie ein Seil. Keine Anspannung jeglicher Art. Schließe deine Augen. Während du ausatmest, senke langsam und sachte dein Kinn auf deinen Brustkorb. Das ist die Anfangsposition. Jetzt bewege deinen Kopf, während du einatmest, langsam nach oben und bringe ihn nach hinten. Dann senke den Kopf, während du ausatmest, nach unten auf die Brust. Das ist eine Runde, du machst das 3-mal. Jetzt schauen wir uns die 2. Nackenübung an. Während du einatmest, drehe den Kopf langsam und sachte nach rechts, so weit wie das geht. Während du ausatmest, drehe den Kopf zurück zur Mitte. Nun atme ein und drehe den Kopf langsam und sachte nach links, so weit wie es geht. Während du ausatmest, drehe den Kopf zurück zur Mitte. Das ist eine Runde, du machst das 3-mal. Jetzt werden wir die 3. Nackenübung sehen. Während du ausatmest, bringe dein rechtes Ohr langsam und sachte zu deiner rechten Schulter, so weit wie es geht. Während du einatmest, bringe es wieder nach oben. Während du ausatmest, bringe dein linkes Ohr langsam und sachte zu deiner linken Schulter, so weit wie es geht. Während du einatmest, bringe es wieder nach oben. Das ist eine Runde, du machst das 3-mal. Jetzt machen wir 3 Runden der 3 Nackenübungen zusammen. Du kannst aufstehen. Stehe mit den Füßen angenehm auseinander und parallel zueinander. Lass die Arme und Schulter locker und entspannt. Augen sind geschlossen. Während du ausatmest, senke langsam und sachte dein Kinn auf den Brustkorb. Das ist die Anfangsposition. Jetzt bewege deinen Kopf, während du einatmest, sachte nach oben und bring ihn nach hinten. Dann senke den Kopf, während du ausatmest, nach unten auf die Brust. Zweite Runde. Während du einatmest, bewege deinen Kopf nach oben und bring ihn nach hinten.
Atme aus und senke ihn. Dritte Runde. Achte darauf, dass die Schultern locker sind, keine Anspannung, jeglicher Art. Jetzt die zweite Nackenübung. Komme zur Anfangsposition. Dein Kopf sollte gerade sein, die Augen geschlossen. Während du einatmest, drehe deinen Kopf langsam und sachte nach rechts. Während du ausatmest, bringe ihn zurück zur Mitte. Während du einatmest, drehe deinen Kopf langsam und sachte nach links. Während du ausatmest, bringe ihn zurück zur Mitte. Zweite Runde, rechte Seite. Linke Seite. Dritte Runde. Mach es langsam. Du kannst die Dehnung auch für einen Moment halten und dann wieder zurückkommen. Komm zurück zur Anfangsposition. Jetzt machen wir die dritte Nackenübung. Dein Kopf ist wieder gerade, Augen geschlossen. Während du ausatmest, bringe dein rechtes Ohr langsam und sachte zu deiner rechten Schulter. Während du einatmest, bringe es nach oben. Während du ausatmest, bringe dein linkes Ohr langsam und sachte zu deiner linken Schulter. Während du einatmest, bringe es nach oben. Zweite Runde. Dritte Runde. Du senkst den Kopf mit einer Ausatmung und du hebst den Kopf mit einer Einatmung. Wenn du fertig bist, kannst du dich wieder hinsetzen. Jetzt lernen wir die vierte und die fünfte Nackenübung. Die Füße stehen wieder angenehm auseinander und parallel zueinander, Augen geschlossen. Während du ausatmest, senke dein Kinn langsam und sachte auf die Brust. Das ist die Anfangsposition. Während du einatmest, beginne deinen Kopf langsam und sachte zu deiner rechten Schulter zu drehen. Während du einatmest, geht der Kopf nach hinten. Während du ausatmest, kommt der Kopf wieder nach unten. Dann drehe den Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Das ist eine Runde. Mache das dreimal. Und nun die fünfte und letzte Nackenübung. Kreise mit deinen Schultern nach vorne. Während du einatmest, bringe sie nach oben. Während du ausatmest, bringe sie nach unten. Das machst du dreimal. Jetzt kreise mit deinen Schultern nach hinten. Während du einatmest, bringe sie nach oben. Während du ausatmest, bringe sie nach unten. Mache das dreimal.
Jetzt machen wir die vierte und fünfte Nackenübung zusammen. Du kannst aufstehen. Achte darauf, dass die Füße parallel zueinander sind. Augen geschlossen. Während du ausatmest, senke dein Kinn auf deine Brust. Das ist die Anfangsposition. Während du einatmest, beginne deinen Kopf langsam und sachte zu deiner rechten Schulter zu drehen. Während du einatmest, geht der Kopf nach hinten. Während du ausatmest, kommt der Kopf wieder nach unten. Mache eine vollständige Drehung. Dann drehe den Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Wir machen noch zwei weitere Runden. Zweite Runde. Drehe den Kopf zur rechten Schulter. Achte darauf, dass der Oberkörper sich nicht bewegt, während du den Kopf drehst. Wechsle die Richtung und drehe den Kopf zu deiner linken Schulter. Dritte Runde. Mache es langsam und zusammen mit der Atmung. Und jetzt machen wir die fünfte Nackenübung zusammen. Der Kopf ist gerade, Oberkörper entspannt, Augen geschlossen. Kreise mit deinen Schultern nach vorne. Während du einatmest, bringe sie nach oben. Während du ausatmest, bringe sie nach unten. Mache das dreimal. Jetzt kreise mit deinen Schultern nach hinten. Während du einatmest, bringe sie nach oben. Während du ausatmest, bringe sie nach unten. Mach das dreimal. Wenn du fertig bist, kannst du dich wieder hinsetzen. Ja.